Präsidentin, das ist eine Frage an den schneidigen Unteroffizier. Oder soll ich sagen, an den schneidigen Unteroffizier AD? Vielleicht, Herr Kollege, weil Sie ja hier sehr stark aufgetreten sind, beeindruckend. Ihre Fraktion hat ja gerade genau. Können Sie mal diesem Hohen Haus und damit der Öffentlichkeit erklären, ich unterstelle es Ihnen nicht, dass Sie keine Uniform mehr tragen dürfen, dass Sie nicht mehr in die Kaserne rein dürfen. Vielleicht erklären Sie das dem Hohen Hause, dass ein schneidiger Unteroffizier AD den Mut hat, hier so aufzutreten und im Namen der Bundeswehr zu sprechen, die nämlich dieses Land verteidigt. Sind Sie immer noch dabei oder sind Sie nicht dabei, Herr Unteroffizier Schneidig? Herr Genau.